Lass mal die Scherze mal. Ist ja wieder ekelhaft hier heute, aber ich habe das Spiel nicht erfunden. Don't shoot the messenger, sage ich mal. Don't shoot the messenger. So, haben wir hier noch irgendwas zum Anklicken? Point of Interest irgendwo? Blinder Terror zu den Sammelobjekten. Ich freue mich. Blinder Terror, der sieht ja süß aus. Guck mal die Zähne, der ist voll süß. Dieser Terror schleicht sich heimlich an und blendet sein Opfer mit einem Schleier aus Schrecken und Wahnsinn. Besser als Schnecken und Wahnsinn oder Schlecken und Wahnsinn wäre auch doof. Der kann wahnsinnig gut schlecken. Diese Dame, ich vermute mal, es wird die Bloody Mary sein in ihrem Korsettchen. Diese höchst attraktive Dame sahen wir dereinst im Spiegelbild, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier sieht man die Dame. Es sind ja drei Kids in der Pubertät. Er hier ist noch nicht so weit, da dauert es noch ein bisschen, bis die Pickel sprießen. Hier siehst du schon Pubertät, die haben einfach voll die Pickel auf der Stirn überall und finden die Olle geil. Deswegen sind die da hörig. Ne, die haben ja im Internat, die sind ja nur unter Jungs und so, da kannst du ja nichts machen oder sowas, es sei denn, das ist wieder auf dem Schiff oder im Gefängnis. Da will ich jetzt nicht drüber nachdenken und auch nicht drauf eingehen, das ist ekelhaft. Oder auf jeden Fall, kommt da so eine Olle daher im Korsett, oben die Wursttheke offen. Ist ja klar, da werden die Kids hörig. Deswegen, das geht hier schief. Das geht hier schief. Das hat hier den Krieg verursacht. Huch. Wo kam denn der Schatten der Katze her? Da war doch gar keine Katze. Miese Katz, Alter. Miese Katz. Miese Katze. So. Ja, können wir hier noch irgendwas anklicken? Oder weiß ich nicht. Was soll man mit dem Bild jetzt eigentlich anfangen? Ah. Kinder drücken ihre größten Ängste oft in Zeichnungen aus. Ich bin Lord Grey Grey, der Kinderexperte. Habt ihr eure Ängste schon mal in Zeichnungen ausgedrückt, Kinder? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr da so alles Lustiges gemalt habt, wovor ihr so Angst habt. Ich habe noch nie, als ich ein Kind war, habe ich nie meine Ängste in Zeichnungen ausgedrückt. Ich habe einfach, ich wollte was Cooles malen. Weiß ich nicht. Und Comics malen, irgendwas Abgedrehtes. Aber meine Ängste? Auch nicht als kleines Kind. Weiß ich nicht, komisch. So. Kinder drücken oft ihre Pickel in Zeichnungen aus. Nein, okay, das lassen wir mal lieber. Es wird jetzt langsam ekelhaft hier, dieses pubertäre Knabenheim. Okay. Wer lacht denn hier eigentlich immer? Finde ich voll sympathisch. Ich mag das, wenn jemand lacht. Finde ich mal sehr schön. Ein sympathisches Spiel. Finde ich gar nicht gruselig. So, das haben wir schon. Okay, das haben wir auch schon. Brauche ich gar nicht vorlesen. Hatten wir schon. Gehen wir wieder raus. Was machen wir denn jetzt hier? Da fehlt was auf den Augen. Wir haben Zähne. Ein Blättelein haben wir natürlich noch. Und eine Öllampe. Braucht wir da nicht für irgendwas Öl? Öl, Öl, Öl? Öl, Öl, Öl. Hier ist ein Ölding. Blub, blub, blub. Nun muss ich die Lampe nur noch anzünden. Ja, unten war Feuer. Hast du ausgemacht? Hier, komm. Ich zünde das mal mit meinem Backenhörnchen an. Das geht natürlich nicht. Und jetzt würde ich sagen, verprügeln war einfach mal Jackie. Nichts ist passiert, die Frau ist aus Stahl. Okay, wo war denn jetzt nochmal? Das war hier, ne, mit dem Blättelein. Da passt natürlich ein Blatt, ist ja easy going. Und schon ist die nächste Tür offen. Mein Bart hängt dauernd im Popschutz fest, das ist manchmal ein bisschen nervig. Oh, ist das schön hier. Das ist voll geil hier. Guck mal, diese riesen fetten Bäume, so uralte Bäume in so einem Biotop. Das ist total geil. Voll der geile Place to be. Da möchte ich picknicken. Die Musik ist so laut. So, der Schlüssel ist an eine Quietschente geknotet, aber ob er schwimmt? In dem Rohr ist ein Loch, aber das sollte ich reparieren können. Okay, ich möchte auch das hier nehmen, was immer das ist. Ich habe keine Ahnung, das Amulett können wir wieder nicht nehmen, natürlich. Ist ja klar, was haben wir denn da? Buschwerk? Können wir denn da mit dem Brecheisen durch? Nein. Schleedornbüsche heißen nicht umsonst so.
Wie Schlee? Was ist denn ein Schlee? Warum heißen die nicht umsonst so? Warum sagt er nicht einfach Dornenbüsche heißen nicht umsonst so? Was ist denn ein Schleedorn, dass der nicht umsonst so heißt? Schlee dich nicht um oder... Weiß ich nicht. Der Schleendermann kommt ja gleich durch. Nee, Schleedornbüsche heißen nicht umsonst so. Ich brauche ein Hilfsmittel, damit ich mich nicht an den Dornen steche. Ja, natürlich braucht er immer ein Hilfsmittel. Das weiß auch seine Frau. Ein rosa Spiegel, das ist ja allerliebst. Ich glaube zwar nicht wirklich an Spiegelwelten, aber ich will nichts riskieren. Eine Schubkarre. Ohne den Reifen ist sie zu schwer zu bewegen, dann schau doch mal rein, was es da drin gibt. Ich brauche keinen Reifen, ich will da reingucken. Okay, hier haben wir noch ein paar Knaben natürlich wieder. Ach, da ist wieder das Ding. Hier kann man sich ein wenig von all dem erholen, was im Internat vor sich geht. Da oben ist ein Reifen. Ich kann nicht so gut Bäume hinaufklettern, aber ich kenne jemanden, der gut klettern kann. Der Zwerg aus Grim Tales 4. Streifi! Wer hängt denn das bitte schön mit dem Seil da dran? Das ist eine tolle Reifenschaukel, aber jetzt gerade brauche ich den Reifen und das Seil. Was steht denn hier? Yucky scheint wohl zum ersten Mal verliebt zu sein. Yucky plus Rubin steht da. Die sind also wirklich sehr verliebt. Eine tolle Reifenschaukel. Wir haben aber nichts zum Zerschneiden natürlich dabei. Einen Rubin haben wir. Ach, immer wenn man einen Schritt vorankommt. Es überrascht mich nicht, dass hier so ein beeindruckender Garten zu finden ist. Schließlich war dies einmal ein Herrenhaus. Okay. Den Gregory überrascht ja gar nichts mehr. Was ist das denn hier? Hilfe, ne? Tipp. Wollen wir nicht. Was denn Kino? Aha. Tolles Kino. Ui, The Movie. Versteckter Terror, The Movie. Hui, uiuiui, geht ab. Achso, können wir hier vielleicht... Ach, ich glaube, wenn wir die Reihe hier voll haben, können wir hier einen Film abspielen. Na, das wird ja spannend. Bin ich mal gespannt, ob wir die Figürchen alle finden. So, haben wir hier ein Figürchen? Nö, kein Figürchen. Kein Figürchen. So ein bisschen wie die Eiersuche bei Deponia. Deponia. Halt, da hat was geguckt gerade. Da hat was emporgelugt. Geh mit der Maus mal weg. Nichts. Warte. Hier hat etwas gelugt. Ihr könnt zurückspulen, ich kann das gerade nicht. Ich will sehen, was da ist. Komm raus, wo immer du bist. Jetzt habe ich... Da! Ach! Noch so ein Streifenhörnchen. Das konnte man sogar schnell anklicken, wie es aussieht. Oder das war der Reifen. Ich weiß es nicht. Jetzt war es da. Aha, ich versuche das mal anzuklicken irgendwie. Aber ich glaube, da müssen wir bestimmt eine Falle bauen oder sowas. Jetzt war es links, im roten Busch. Da kam ich so schnell mit der Maus nicht hin. Komm schon. Jetzt war es wieder unten links. Da komme ich so schnell mit der Maus nicht hin. Ah, Erdmännchenmeisterin. Ich bin übrigens ein Typ. Fange alle Erdmännchen im Garten. Alle? Also habe ich das jetzt oder nicht? Ist das freigeschaltet oder nicht? Fange alle Erdmännchen im Garten. Wir haben eins gefangen und ich kriege die Auszeichnung. Das müssen ja viele sein. Ich guck mal ganz kurz hier, ob wir die anderen vielleicht hier noch fangen können. Du bist aber niedlich. Die brauchen wir gar nicht fangen. Hä, das ist doch ein Bug. Wenn man die alle fangen soll? Fußspuren. Irgendjemand oder irgendetwas hat hier kürzlich etwas vergraben. Wenn ich eine Schaufel hätte, könnte ich nachsehen. Denn ich möchte mir nicht meine Fingerchen schmutzig machen. Immerhin ist hier gerade Horrorgrusel und da habe ich wirklich Besseres zu tun, als mich zu beschmutzen. Natürlich. Habe ich vollstes Verständnis für, ganz klar. Wie kriegen wir denn die Dornbüsche weg und den ganzen anderen Rotz? Wir haben jetzt... Eigentlich haben wir jetzt nur ein Brecheisen dazu bekommen.
Hier. Wow, ich bin total weggegruselt. Nichts ist passiert, wir brauchen ja mal zwei davon. Eine Türklinke haben wir immer noch nicht. Das hier geht nicht als Türklinke. Aufbrechen können wir die auch nicht. Hier können wir vielleicht... Ah, gucke mal. Quietsch, 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 quietsch. Noch ein Zähnchen und wieder ein Amulett, das wir nicht nehmen können, denn sie sind alle mit Seife geschützt. Streichhölzer, da können wir noch irgendwas anzünden. Gib Marie deine Hand, ruinier nicht ihren Plan, singt er gerade. So, zur Abstielkammer. Hier können wir sonst auch nichts machen. Hier saß die Olle. Ja, ja, komm, das kennen wir schon. Marie kommt dich holen. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ich mag Marie. Die ist nett. Huch. Guck mal, lustige rote Augen. So, er muss schön gewesen sein. Okay, furchtbar schmutzig. Den können wir jetzt aber nicht säubern. Wo finde ich den Schmetterling? In deinem Arsch. Mann. Diese komischen magischen Amulette, wieso auch immer wir die nicht nehmen können, ich weiß es nicht. Was war hier nochmal? Hier braucht man einen Schlüssel. Den Schlüssel finden. Hier können wir nichts machen, ne? Nach oben können wir auch nicht. Hier, Standuhr war auch wieder mit so einem Scheiß. Da haben wir auch nichts, was wir da reinstecken können. Kichert da jemand? Ist schon süß. So, Lampe anzünden mit Streichhölzern. So. Ist voll der Erfolg. Wir haben Lichtgang gemacht und jetzt sitzt da der Schatten der Katze. Wow, das gehört ja nicht zur Lampe. Jetzt haben wir also Licht angemacht. Das ist ja fantastisch. So. Das Püppchen trug was auf dem Gesicht. Vielleicht diesen Jungen hier. Oder vielleicht Feuer auf dem Gesicht. Oder vielleicht ein Backenhörnchen. Oh, warte mal. Naja. Ich weiß nicht, was das Püppchen trug. Ich weiß auch nicht, wozu haben die Lampe jetzt angemacht. Ich blick das noch nicht so ganz. Eins, fünf, sieben. Gibt euch Drücken der Tasten den richtigen Code auf. Sie leuchten auf, wenn du darauf drückst. Eins, fünf, sieben. Schon wieder so ein beschissenes Amulett. Jetzt haben wir hier Maske und zwei Rubine. Jetzt wissen wir, wozu die Sternchen gut waren. Rubine? Rubine! Natürlich ein dreckiges, ekelhaftes Wimmelbild. Und ein komisches Thermometer. Und der Origami-Killer. Oha. Das ist ja so ein Essensaufzug hier irgendwie, ne? Was? Das ist ja geil. Das ist eine geile Idee für ein Wimmelbild. Finde ich voll cool. Cool, also wirklich geil. Nicht wesentlich schwieriger, aber trotzdem geil. Käse-Sonnenbrille. Eigentlich sogar ein bisschen... Das eine Lachen im Hintergrund kenne ich. Das ist ein ganz bekanntes Sample. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, es war bei... Das wird auch bei 4 verwendet. Beim Spiel 4. Weiß noch nicht, bei welchem Teil. Dieses... Hahaha, ich kann das gar nicht nachmachen. Schallplatte, Hund, Käse. Käse! Eigentlich ist das so viel einfacher. Weil sich die Objekte auf ein kleineres Bild beschränken, so. Hund! So. Schädel. Auge. Das ist kein Auge. Ach, naja, war irgendwas anderes. Auch gut. Warte. Jetzt kommt das Lachen nicht mehr, egal. Pinselamulett. Da hört das Sample auf im Hintergrund. Pinselamulett. Ein Pinsel und ein Amulett.
Das Internat macht mich langsam... Da war das Lachen wieder. Was war das denn? Eine der Schleifen fehlt. Ja, dann hier. Pack dir was in den Kopf. Perücke. Ach so. Natürlich, da wird sie nicht sauer, wenn wir die Haare klauen. Wachs. Dann schneiden wir nochmal ganz kurz Wachs von der Kerze ab. So. Pinsel und ein Amulett. Ach, wie gerne ich das hätte. Das wäre ja so adrett. Das Amulett nehmen wir mit. Ich weiß nämlich schon, wo das reingehört. Da war das Lachen gerade wieder. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Ich will nicht lange winseln. Ja, wo ist der Pinsel? La 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 la. Pinsel, 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 Pinsel. Da ist der Pinsel. Das Amulett. So ein Zufall. Wo waren das nochmal? Das Amulett. Was ist das hier nochmal gewesen? Das war dieses Ding hier, ne? Ich kann nicht erkennen, was es ist. Du hast doch die Streichhölzer. Nicht. Außerdem... Oh, finde ich voll süß. Ich will die haben. Die ist voll toll. Was ist das hier? Ach, da ist auch noch was. Der Ring ist mit einer Schraube befestigt, wie es Ringe ja nun mal bekanntermaßen sind. Vor allen Dingen, wenn man einer Frau einen Antrag macht, dann tackert man den Ring erstmal am Finger fest. So, ich brauche ein Werkzeug, um sie zu entfernen. Wo hast du bitte schön den Schraubenzieher hingepackt, du volle... Alter. Dieser Grey-Grey, ne? Ich... So, eine ungeladene Signalpistole ist nutzlos. Wieso liegt hier eine Signalpistole rum? Hier sind Kinder im Internat. Das ist ja unfassbar. Wer leitet dieses Ding, frage ich mich. Und wieso schmeißt er einfach das Werkzeug weg? Ich, ganz ehrlich, manchmal mit ihm schlagen. Okay. Okay, Mary ist near. Da gehe ich mal weg, wenn die Alte kommt. Das hier war irgendwas. Das hier vielleicht. Ist der von Hellboy oder was? Der Wissenschaftler? Er scheint etwas festzuhalten, aber was... Wahrscheinlich eine Bong. Oder Streifenhörnchen natürlich. Glühbirne wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich auch nicht einen halben Jungen. Wäre merkwürdig. Naja, kommen wir ja da nicht weiter. Hier war das nicht. Hier war das, genau. Hier war das mit dem Amulett. Ein Amulett. Solange ein Gewicht fehlt, wird die Standuhr nicht funktionieren. Okay, können wir das da reinhängen? Nee, leider nicht. Das geht offenbar nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt haben wir einen Korkenzieher. Halt, ich muss ja da runter. Mit dem Korkenzieher holen wir erstmal das Ding hier raus. Natürlich ist eine Flöte in der Flasche. Was auch sonst? Du geile Flöte. Spielzeugflöte. Was soll man mit einer Spielzeugflöte? Ach, ich weiß, was wir damit sollen. Nein. Map, map. Ich will Map machen. Scheiße. Boah, mieses Game. Ja, jetzt geh doch mal hoch, Alter. Jetzt gehen wir die Treppen hoch und jetzt gehen wir hier zum komischen Ding da. Und hier ist eine Flöte. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zur Wanduhr. Dann hängen wir das Gewicht rein. Jetzt kriegen wir hier eine Käsereibe. Ach, das ist der Tampon für Bloody Mary. Ach so. Walze. Okay, da, man kann es natürlich auch als Walze benutzen. Hallo, Katze. Wow, ich bin total eingeschüchtert jetzt. Ich traue mich gar nicht mehr hier rumzulaufen. Ist so schön. So, wir haben alle drei Goldzähne. Damit gehen wir jetzt zum Schädel. Ach ja, man wird hier hin und her geschickt ein bisschen. Schädel. Drei Goldzähne. Was kriegen wir da jetzt? Es ist eine Klinke. Natürlich. Hat er noch was? Nee, der Schädel ist jetzt nicht mehr benutzbar. Mit der Klinke kommen wir jetzt endlich mal hier nicht hinein, sondern natürlich, wir wissen es bereits alle, hier in diesen Raum. Mary!
Mary weiß alles. Du kannst nicht entkommen.